have you ever felt? Are you listening? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Philip Plays oder Phil Plays. Heute testen wir die neue Paladin-Variante. Meister Handwerk. Ich muss dazu sagen, ich snipe eigentlich nie, oder ich habe noch nie gesniped. Aber ich fand die Variante einfach so sexy, ich musste sie einfach kaufen. Im Nachhinein habe ich ehrlich gesagt, er ist ein wenig bereut, aber ja, was soll's. Müssen wir halt das Laden üben, lernen. Ja genau, ich sollte vielleicht mal sehen, wie das gute Stück nämlich aus. Oh mein Gott. Perfekt. Nein, Hitmarker! Yes. Ich muss dazu sagen, wir sind nicht spiel gegen Bots. Ja, weil ich einfach zu schlecht bin für den Multiplayer. Und wäre auch. Ja. Wäre ja mal schön, wenn man auch mal was reißen würde mit der Sniper. Deswegen spiele ich jetzt hier gegen Bots. Dass ich euch eben. Oh, die Tarnung eben zeigen kann hier. So sieht's aus, hab 5 Kills. Ah, was ist mit denn hier? Oh. Haben wir? Nehmen wir mal mit. Stellen wir mal hier hin. Ist sowieso im Deathmatch. Drohne geht raus. Oh, hier kommt einer. Den haben wir auch. Scharfschützen, das geht raus. Vorabs gehen raus an Scharfschützen, das. Hier war glaube ich noch einer. Oh, da springe ich genau vor ihm. Okay, vielleicht habe ich die Bots wohl doch noch ein wenig zu schlecht eingestellt. Auf Soldat reicht wohl noch nicht ganz. Oh, jetzt hat er mir es gegeben. Ja gut, wie ihr seht, die Bots haben ein Bot aktiviert. Haben wir. Achso, und so sieht schon aus, ab 10 Kills. Leider verändert sich da groß nichts mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da hätten wir noch ein bisschen was machen können. Den haben wir auch. Wir müssen fast sogar hinter mir spawnen, würde ich fast sagen. Oder wenn nicht so direkt hier neben mir. Alles klar. Das kann nicht sein. Läufst jetzt tatsächlich mal kurz in Quer und findest keinen Gegner. Da spawnen die schon wieder meine Mates. Heißt dann kommen sie gleich wieder auf einmal. 5 Stück auf einmal. Hier ist irgendwie einer. Oh, das ist ein Mate.
Shit. Ich komm drin. Muss er genau in dem Moment rutschen? Ne, vergiss es, den Affen habe ich jetzt keinen Bock mehr. Da habe ich einen gesehen. Ey, das gibt es nicht. Ich sag ja, manchmal fail ich noch einfach so. Nein! Oh, ich wusste es, ey. Ja, hier mein stärkster Rivale, mein größter Rivale, meine ich. Der Bot mit der Sniper. Er kann einfach mal besser snipen als ich. Na gut, mit Aimbot kann ich auch hier einfach durchmarschieren. Müssen wir noch ein bisschen mehr reinschwitzen. Da müssen sie jetzt kommen. Ah, eine Scheiße, habe ich nicht gekriegt. Müsst ihr euch jetzt da oben kommen. Okay, dann nicht. Ey, das gibt es nicht. Ich sag euch das, ey. Die leichten Abschüsse fail ich sowas von, ey. Das gibt es nicht, ey. Bin einfach. Oh, ey. Guckt euch das an, ey. Und ich hab's nicht gemerkt. Eieieiei. Ich glaube, dass ich überhaupt. Wo bin ich denn da? Dass ich überhaupt 3 Kills kassiert habe, ist glaube ich schon schlimm genug. Es wird glaube ich auch noch nicht der letzte gewesen sein. So, jetzt aber ein bisschen mehr anstrengend. Ey, das gibt es nicht. Scheiß Prophet-Wichser. Ich hasse es. Ach, weißt du, damit trifft er ihn wieder nicht. Weißt du, mit der Sniper rastet er aus wie nichts Gutes. Mit dem Prophet, damit ich weiß nicht, wie das heißt. Rastet der auf einmal voll aus. Alles klar. Ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht einmal gekillt, ne? Kann das sein? Eieieiei. So, seit langem mal wieder im Kill hier. Da kommt einer. Ich hatte viele Steps. Haben wir? Shit. Komm, letzte Salve. Oh mein Gott, ey. Nein, und schon wieder kommt das scheiß Prophet-Scheiß-Ding. Ich hasse es. Ja, irgendwie. Ach, wäre schön gewesen. Nein, nein, wäre asozial. Asozial. Ja, ich krieg's irgendwie noch nicht hin, da irgendwie Viereck zu drücken oder in Richtung Moment Viereck zu drücken. Ich weiß nicht, bis jetzt, wie man das machen soll. Vielleicht kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wie man diesen Sucher vom Prophet da genau ausweicht oder sich sozusagen abkapseln kann. Hinter mir muss einer sein. Hitmarker. Alles klar, alles. Oh mein Gott. Fremdschämen. Ich sag dazu auch weiter nichts. Irgendwie reißen wir seit langem hier nichts mehr. Hier war doch gerade einer. Nein. Alles klar, ey. Aber der Battery gibt mir aber auch. Ey, das gibt es nicht. Ist wieder rausgekommen, ne? Ne, andere Seite rechts. Jetzt ist er da raus. Alles klar mit der SCM. Ich hasse die Sniper. Jeder, die Waffe sniped, ey, tut mir leid. Jeder, der die Waffe spielt. Bitte nennt euch nicht Sniper. Bitte. Krieg ich kotzen von. Kann nicht sein, ey. Es spawnt, glaube ich, da hinten. Ja, da hinten. Pass auf, jetzt kommen wir wieder zu viert oder so. Verpiss dich, scheiß Suchermine. Dass die Suchermine kommt. Nein! Nein! Kannst du mal Mate nehmen, aber nicht mich. Da, Flammenwerfer. Das war alles klar, unser. Alter, ich hätte ihn schon fast wieder nicht gekriegt, ey. Ja, an sich. Oh, jetzt leuchtet die Waffe, glaube ich, vorne ein bisschen rot. Oh, ne. Oh mein Gott, das ist wegen dem Recon. Alles klar. Wegen Sichtputz. Alles klar. Habe ich dich.
Jetzt schwitzen wir auch mal rein jetzt hier. Das kann nicht sein. Der Gegenbot ist nichts reiße hier. Bam. Vorräte gehen raus. So. Dann schwitzen wir nochmal jetzt rein. Icebreaker Editman. Ich denke mal, hier geht ein bisschen mehr. Bisschen weitläufiger alles. Also sollte hier mit der Sniper einiges zu machen sein. Nehmen wir mal meinen neuen Charakter. Meinen neuen Skin. Relativ sexy, muss ich sagen. Ich hab sonst auch noch. Warte, Moment. Nein. Nehmen wir mal den. Ah, Scheiße, ich hab hier den nicht. Ja, auf jeden Fall den Recon habe ich auch schon. Moment, so. So, mal gucken, was jetzt so geht. So, hier nochmal schön die Waffe. Es hat was. Es hat echt was. So ein bisschen Wikinger-Style, so mit den Schilden. Würde ich sagen. So ein bisschen so deren. Ja, Architektur würde ich fast sagen, der in der Sniper verbaut. Ich finde es einfach geil mit den Pfeilen und so. Das ist einfach. Hätten sie damals schon. Oh, perfekt. Damals schon in. Nein, alles klar. Hätten sie damals schon in Black Ops 3 machen sollen, finde ich. Gab es ja auch. Wenn ich mich nicht recht erinnere, sogar. Aber es war ja eher hobbymäßiges Design als. Irgendwie, ja, episches. Okay, das scheint noch eins zu sein. Also, ne, doch nicht. Er meint einfach hier 101 gegen den Stacheldraht. Der Bot wurde, glaube ich, die Runde davor viel zu sehr gefickt von dem Stacheldraht. Oh. Nein! Kommst mit, da war noch einer. Du kommst auch mit. Oh. Dich haben wir auch. Reload. Ich glaube, die spawnen immer noch hier. Ich traue mich gar nicht rauszugucken. Alles klar. Okay. No, no, doch, da sind noch welche. Kommt er? Wo kommt er? Oder wo willst du hin? Eieiei, genau sowas hasse ich. Sobald die Bots sich einmal anvisiert haben, haben sie dich auch. Jetzt haben wir dich. Hört mal nach. Oh, eigentlich wollte ich mir gar nicht Plünder reintun, weil ich dachte, ey, du spielst Sniper. Plünder willst du schon nicht brauchen. Aber jetzt, ja, mit 4 Schuss noch, wird glaube ich knapp, ne, bis Ende der Runde. Da muss ich ja schon fast sterben. So, hier oben ist noch einer. Suchermine wieder. Verpiss dich. Geschütz. Ich will mal, oh shit, ich will mal genau sagen, wir stellen es genau hier hin. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Ich glaube, das Geschütz ist hier im Black Ops 4, glaube ich, 360 Grad, ne? Oh, Sniper. Oder? Ja, genau, ey. Scharfschützen, das geht raus. Boops und Scharfschützen jetzt wieder an der Stelle. Wäre schön, wenn er mir mal ein bisschen Munition abdrücken könnte. So, Drohne geht raus. Hier habe ich gleich was gehört. Hitmarker. Oh. Alles klar, jetzt bettle ich mich hier schon mit meinem eigenen Scharfschützennest. So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Aber er, komm, hat nicht hier einer vielleicht von denen noch eine Scharfschützengewehr? Oh, Scharfschützengewehr. Koschka. Der wird aber gestimmt. Eieiei. Haben wir. Eieiei. Okay, gut, gut, dass wir gestorben sind. Ne, die Koschka hat wohl einfach keine guten Aufsätze drauf gehabt. Hier war doch einer.
klar. Okay, goodbye. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Schaffst du das denn gewährt? Jetzt die Musik mal einblenden und schaffst du es denn das gerne dazu, wie es in der Luft gerade schwebt. Ein Free Kill, nehmen wir mit. Was geht ab hier? Nichts. Alles klar. Oh, wenn der jetzt ein Feind gewesen wäre. Alles klar. Fällt mal wieder komplett. Oh, Scheiße. Nein! Oh mein Gott, nicht mal getroffen. Aufs Frust wollte ich ihn einfach. Oh, auf Frust wollte ich ihn einfach hier Spezialfähigkeit von Ruin geben. Hat aber nicht geklappt. Mal wieder dezent gefailt. Alles klar. Fotze! Ah, manchmal schwitzen die Bots so rein, ey. Weiß ich. Was? Thrasher? Wer? Wer hat hier einen Thrasher? Wow. Mein Mate ist sogar noch besser als ich. Alles klar. Alles klar. Nein! Komm, wenn ich jetzt sterbe, ey. Puh. Oh. Jetzt war die doch eben rot. Eigentlich sollte sie sich nicht mehr verändern. Wie gesagt, finde ich relativ schade. Grün und blau. Das ist halt keine allzu große Veränderung. Aber dafür sieht die Waffe an sich einfach schon mega sexy aus. Da haben sie sich echt was Gutes einfallen lassen. Props an Activision und Treyarch. Bam, du kommst mit. Und doch jetzt. Nee, wieder nicht. Na ja, gut, im Video sieht man das ja. Dass sie schon ab und zu eine rote Farbe schon hat oder so. Alter, links, rechts, ey. Kommst mit. Nein, du Fotze. Geh mir die ganze Zeit schon auf den Sack hier, dieser Typ mit der ABR. Haben wir. Da war noch der Ajax. Alles klar. Boah, Alter, ich dachte, der holt mich jetzt aus der Entfernung. Rosa. Mit dem Schild, ey. Haben wir. Da ist noch einer. Oh, ey, mein Gott, ey. Da war auch einer. Haben wir. Nein, wie gesagt, das hat nicht so eine weite Range. Scheiße, ey. Egal, jetzt haben wir den Sniper, sehr gut. Ich habe auch noch 15 Schuss damit, ey. Das ist ja auch nichts. So, jetzt hier kein Spawn-Flip. Ja, aber die platzieren den Wächter schon relativ, oder die Barrikade schon relativ schlau, muss ich sagen. Oh ja, genau. Guckt den euch an, den Wichser, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so einen auf. Oh, Alter, ey. Dass sie so einen auf Taktik machen. Direkt erstmal einfach 3 oder 4 Schüsse gefällt an den einem. Er hat sich schon kommen. Ist klar. Komm, Ajax, komm. Wow. Haben wir noch gehabt. Sein Ding Onkel haben wir noch getroffen. Logischerweise stirbt er natürlich. Sobald der Onkel Schuss kassiert. Also ich meine jetzt den C, wer dicke Onkel nicht kennt. Den großen C und der dicken Onkel. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Sobald man auf dicken Onkel kassiert, direkt One-Shot-Down. One-Hit-Wonder. Alles klar. Schwitz nicht so rein, du Fotze. Ich schreibe es in. Nein. Fick dich. Bruder, muss los! Nein. Oh. Nein, da ist er wieder. Da ist. Nein, das gibt es nicht, ey. Oh, ey, hab ich. Fettrennen gegen die Zeit, ey. Wortwörtlich fast. Oh, Teammate hat sogar vorher gedroppt.
hier. Tut mir leid, Mate. Ich nehme sie mal lieber, bevor sie einen anderen kriegt. Oder waren das sogar meine? Scheint bei der Schnelligkeit, das müssen glaube ich sogar meine gewesen sein. Spawnen sie da oder wo? Ne, mein Mate, alles klar. So, hier müssen sie jetzt sein. Alles klar, wieder gefehlt, ey. Oh mein Gott. Digga, wollt ihr mich flachsen oder was? Alles klar, so, dich hab ich. Digga, was für eine Forze, Digga. Alles klar, trifft wieder nicht. Props geh nicht raus, verpiss dich. So, jetzt haben wir. Digga, ich geb dich um. Denkst auf Kopf, Digga. Ja, genau, ey. Ja, aber die Bots kriegen sogar Streaks, ey. Ich weiß nicht, das ist doch neu, oder nicht? Früher war das. Digga, was ist. Ey. Digga, das geht es nicht, ey. Ich glaube, früher war das nicht so, dass die Bots Streaks bekommen haben, oder? Jetzt muss doch mal hier was klappen, ey. Schon wieder ein bisschen nachgelassen. So, jetzt hier los. Blut runter, ich gebe ihn. Haben wir, vergiss es. Digga, was schwitzt du denn so rein, du Fotze, Alter? Oh mein Gott, ey. Mortal Kombat, ey, Kamikaze-Aktion, einfach mit dem Flieger direkt drauf, ey. Nimmt dein Leben viel zu ernst, den Call of Duty, der Bot. Ajax. So sieht der Skin aber auch aus von Ajax, ey. Bruder, fuck mich nicht ab. Oh mein Gott, ey. Ich schon vom Bots hier ein bisschen mehr auf die Fresse, als ich dachte, wow, 56,7, alles klar. Das in einer normalen Team Deathmatch Runde. Digga, Bruder, muss los. Grüße gehen raus an Montana Black. Props an Montana Black. Alles an Montana Black. Wegen dir habe ich angefangen mit YouTube. Oder wegen dir fange ich gerade an mit YouTube, kann man sagen. Digga, frag mich nicht ab, Digga. Ajax, nee, Squash war das. Und hier müssen sie kommen, hier müssen sie kommen. Auf Kopf, das war jetzt nicht, aber okay. Ah, shit. Los, 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 los. Ah, ich, dumm, dass ich das gemacht habe. Ich dachte mal ein bisschen. Digga, renn doch nicht weg. Ja, alles klar, dreht sich um und gibt mir noch fast einen Turn on, Alter. Digga, ich sag ja, die Bots schwitzen gut rein, ey. Oh, den haben wir gut erledigt. So, hier muss eine kommen. Alles klar. Ja, man darf eine Barrikade, wird eins mit der Barrikade. Digga. Digga, schwitzt doch nicht so. Digga. Ohne Kommentar. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist die Sniper, ne? Ich würde mal sagen, die Kaufempfehlung geht raus. Will euch natürlich nicht zum Kauf animieren, aber also wer snipen mag und auch die Waffe an sich gut findet, also kann man sich kaufen. Über den Preis kann man streiten. 15 Euro sind ein bisschen viel, muss ich sagen. Gut, man kriegt den Ruin noch dazu, den Skin. Aber ob man das will, bleibt uns selbst überlassen. An der Stelle, peace out, Leute. Hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Kostenlos abonnieren. Es kostet euch nichts und ihr unterstützt mich damit für in Zukunft noch bessere Videos. Peace out, Leute.